Hallo und herzlich willkommen bei Ayumi. Wir haben ja bald das Osterfest und der Name des Osterfestes geht zurück auf die Frühlingsgöttin Ostara. Ja. Und, ja? Und bald ist Ostern und dann müssen wir ganz lang schlafen. Und dann kommt der Osterhase schon bald. Aber wenn man nicht schläft, dann kommt er nicht. Genau. Und in vorchristlichen Zeiten, da war das üblich, dass man sozusagen bis zum 25. März die Erde ruhen ließ und erst dann bearbeitete man sie. Und sozusagen zum Osterfest feierte man sozusagen die Sonne oder die Wiederkehr der Sonne und die Auferstehung der Natur. Und bis dahin ließ man sie auch ruhen, denn man sagte, die Erde ging schwanger. Und bevor sie wieder aufblühen konnte, ließ man sie in Truhen. Und Mama, so. Doch mal. Ja, was denn? Da ist bei dem Marienkäfer. Wir müssen den Marienkäfer retten. Dann rette ihn mal. Aber du sollst es nicht machen. Okay. Du sollst es machen. Hoppala. So, ein kleiner Marienkäfer. Schaut mal da. Da, ja. Den haben wir jetzt gerettet. So. Hast du ihn? Also, auf jeden Fall wurden zu Frühjahrsbeginn klassischerweise Rezepte kreiert, die es heute noch gibt, die aber heute sozusagen ins Christentum integriert worden sind. Das ist die neuen Kräutersuppe. Die gibt es jetzt klassischerweise am grünen Donnerstag und heute sammeln wir dazu die ganz vielen Kräuter. Unter anderem Giersch, Löwenzahn, Bärlauch, Brennnessel, Schafgarbe und so weiter. Ja, jetzt werden wir mal ein paar Kräuter sammeln und nachher hole ich noch Gemüse vom Bauernmarkt, damit wir die Kräutersuppe dann auch machen können. Okay, bis gleich. Guck mal, ein Marienkäferchen. Ja, zeig dir mal da vorne rein. Ja, fein. So, jetzt geht Marienkäferchen mit Kräuter sammeln, ne? Komm. Ja. Sammeln wir ein bisschen. Wir sind jetzt hier auf dem Markt und holen noch ein paar frische Kräuter, denn wir haben leider nicht alles im Wald und auf der Wiese gefunden. Ne? Wir haben jetzt hier was ganz Spannendes entdeckt. Wie hieß das nochmal? Blutamfer. Blutamfer, das muss ich nachher selber nachschlagen. Das ist, soll sowas ähnlich, so ein bisschen schmecken wie Saueramfer. Das werden wir auch mal in die Suppe tun nachher und mal sehen, wie es schmeckt. Ja, natürlich. Sehr gut. Wenn Sie das in Fruchtsalat so ganz klein geschnippelt mit reintun. Ja, weil es genau. Ein bisschen säureren Geschmack hat. Und ja, das ist, wenn okay. Ein bisschen Zucker mit reintut in den Salat, dann haben Sie diese Zucker und Säure, das Verhältnis. Ja. Und das baut dann den Geschmack so ein bisschen auf. Oh, wunderbar. Habt ihr es gehört? Habt ihr es mitgenommen? Das wird spannend. Okay, ich freue mich. Bis nachher. Tschüss mal. Wir sind jetzt hier auf dem Markt und jetzt kaufen wir noch unser Wurzelgemüse und noch Bärlauch, weil Bärlauch habe ich heute nicht gefunden. Und außerdem regnet es und es ist echt Gruselwetter. Deshalb bediene ich mich jetzt hier am Markt. Alle, die nicht gerne Wildkräuter sammeln gehen, denen empfehle ich es ebenso. Und mal schauen. Ich hoffe, wir sind gleich dran. Heute ist echt was los. Okay, bis nachher. So, wir sind jetzt von unserem Beutezug zurück und wir haben echt viel, viel mehr eingekauft als gesammelt. Aber wir haben, hier habe ich die gesammelten Kräuter schon mal eingesammelt. Da habe ich Löwenzahn, Giersch und Brennnessel. Dann habe ich dazu gekauft Bärlauch, Blutamfer. Habe ich auf dem Markt, oder Blutsaueramfer sagt man auch, die habe ich auf dem Markt gefunden. Die kenne ich selber noch nicht. Ich kenne nur Schildamfer und Saueramfer, aber was Neues. Mama lernt man was dazu, finde ich ganz großartig. Dann habe ich noch Petersilie, dann habe ich hier noch Schnittlauch, Kresse. Und für die Gemüsesuppe, oder für die Gemüsebrühe, mit der wir dann die Neukräutersuppe machen, habe ich dann hier noch Lauch, Möhrchen, Sellerie, Knoblauch und was ich ganz lustig fand, ich war vorhin im Lidl, habe die Kresse gekauft und eine Bekannte hat mir gesagt,
Das ist sogar jetzt schon im Lidl oder in irgendeinem anderen Supermarkt auch schon Wildkräuter zu kaufen gibt. Und die sind mir tatsächlich vorhin wieder ins Auge gefallen und da habe ich sie gleich mal mitgenommen. Weil hier haben wir noch Wegerich dabei, der natürlich im Vergleich, also sie sind schon gezüchtet, das sieht man auf jeden Fall, weil der Wegerich ist natürlich viel, viel kleiner. Dann ist hier noch Vogelmiere, also die ist auch riesig groß, Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass Vogelmiere so groß wachsen kann. Dann ist hier noch dabei, Rucola ist noch dabei, Bohnenkraut ist noch dabei, Löwenzahn ist dabei, auch Blutsauerampfer ist auch dabei. Und was war noch dabei? Schaue ich nachher nochmal. Löwenzahn? Habe ich wahrscheinlich schon gesagt. Auf jeden Fall, also ich meine, sie sind nicht Bio-Qualität und sie sind halt nicht wild gepflückt, aber ich denke mir, für berufstätige Menschen oder für Menschen, die einfach auch nicht, die noch nicht so viel Ahnung haben von Wildkräutern, aber gerne doch ihre Küche mit Wildkräutern bereichern möchten, ist das also ein wirklich grandioses Angebot. Ich hoffe, dass es dann irgendwann das auch noch in Bio-Qualität gibt. Wäre fantastisch. Aber zum Zeigen oder zum, ich werde es auch essen, natürlich auf jeden Fall, habe ich es mal mitgenommen. Also es gibt es auf jeden Fall. Und dann werden wir jetzt mal starten. Haare zusammen und los geht's. So, die Zwiebeln einfach in einer trockenen Pfanne halbieren und anrösten. Dass sie dann richtig schön dunkel aussehen. Es gibt nochmal einen richtig feinen Geschmack in der Brühe. So, schaut mal, schön angeröstet und das kommt nachher ins kalte Wasser hinein. So, ich gebe 1,5 Liter kaltes Wasser in den Topf. Dann schneidet ihr 2 Möhren grob hinein. Auch nicht klein geschnitten werden, nicht zu klein. Die angerösteten Zwiebeln, schaut. Eine halbe Sellerieknolle. Von der Petersilie unten den Strunk. Dann das Grüne vom Lauch. Auch in grobe Stücke schneiden. So ungefähr 5 bis 7 Pimentkörner. Ungefähr 7-8 Pfefferkörner. Und 2 oder 3 Lorbeerblätter. Einen gehäuften Teelöffel Salz. Und bei kleiner Flamme ca. 20 Minuten einkochen lassen. Nachdem es ungefähr 15 Minuten geköchelt hat, 2 große Stückchen Ingwer hinzufügen und nochmal 5 Minuten kochen lassen. So, nun fügt ihr 1 Esslöffel Ghee hinzu. Wartet, bis er geschmolzen ist. Zerlaufen, nicht geschmolzen. Dann 2 Esslöffel Dinkelmehl. Macht daraus eine Mehlschwitze. Und löscht das Ganze mit 1 Liter Brühe ab.
Dann lass dir es kurz aufköcheln. Eine Messerspitze Boxhornbutter. Eine Messerspitze Kurkuma. Erneut Karotten. Falls ihr merkt, die Soße ist noch nicht genug dick oder für euch nicht genug dick und euch zu dünnflüssig, könnt ihr gern noch mal ein wenig Mehl hinzufügen. Nicht direkt in die Suppe hinein, sondern ihr nehmt eine kleine Tasse. Da macht ihr einen Esslöffel Mehl rein, verrührt es mit Wasser und schüttet das dann in die Soße. Ich zeige es euch gleich. So, hier in einer Extratasse habe ich jetzt nochmal Dinkelmehl, 2 Esslöffel, mit Wasser vermengt, sodass keine Klumpen mehr sind. Das füge ich jetzt der Suppe hinzu, bis sie nach meinem Geschmack die richtige Dicke enthält. Dann fügen wir noch eine Tasse Sojasahne hinzu. Lassen das Ganze nochmal aufkochen. So, 2 Tassen Kräuter hinzufügen. Mit dem Pürierstab pürieren.